Hallo, ich bin's wieder und zwar heute möchte ich mal meinen neuen Wegbegleiter euch vorstellen und zwar kein Mann oder sonst irgendwas, sondern Xuka Light. Und zwar, weil ich damit einfach wirklich total zufrieden bin und meines Erachtens sich das sogar lohnt, obwohl es echt nicht so günstig ist. Also diese Dose kostet 9,50 Euro, das kriegen viele bestimmt erstmal einen Schock. Aber man kann schon gut damit umgehen, wenn man halt jetzt nicht gerade so Rezepte macht, wie wo in Kuchen 200 Gramm Zucker oder 150 Gramm Zucker muss. Das würde ich jetzt auch nicht machen, weil dann ist klar, dann ist es einfach schnell aufgebraucht und dann geht es ganz schnell in Geldbeutel. Aber ich zum Beispiel benutze das so, wenn ich Milchreis-Grießbrei mache mit Zimt und Zucker drauf oder es irgendein Hefekuchenteig mit, also so ein Apfelhefekuchenteig, wo nicht viel Zucker drin ist und man einfach Zimt und Zucker drüber streut. Man muss einfach so ein bisschen damit umgehen. Oder zum Beispiel morgens, wenn man Müsli macht, ein bisschen Zucker drüber gibt, dann hält es schon eine ganze Weile. Und was halt die Vorteile daran sind, ist zum einen, es hat kaum Kalorien. Also pro 100 Gramm hat es 20 Kalorien, 20 Kilokalorien und das ist ja so gut wie nichts. Und der normale Zucker hat pro 100 Gramm 400 Kilokalorien, also ist schon, sind schon Welten. Und was noch gut ist, ist, dass der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt, weil das ist nämlich mein Problem gewesen, dass ich viel mit Heißhungerattacken zu tun hatte. Und das ist da halt überhaupt nicht der Fall. Natürlich darf man nicht vorher eine Dose Ravioli gegessen haben, wo industrieller Zucker drin ist. Dann ist natürlich klar, dann passiert es natürlich trotzdem. Aber wenn man halt darauf wirklich achtet, dann ist das schon mal das Gute. Und da schließt sich dann wieder der Kreis auch mit dem Geld. Wenn ich natürlich normalen Zucker benutze, der ist viel billiger, habe dann aber meine Heißhungerattacken und kaufe mir dann noch irgendwelches anderes Süßkram oder so, dann lohnt es sich dann doch wieder, wenn man das Verhältnis sieht. Ja, das ist halt das andere Positive. Und also ich bin einfach halt wirklich super begeistert. Es soll zwar angeblich, ich will natürlich jetzt, kann auch nur das, was ich jetzt durchgelesen habe, davon reden, sollen wohl so 70% vom intensiven Geschmack vom Zucker her sein, anstatt die 100% beim normalen Zucker im Vergleich. Aber ich muss sagen, also ich finde den einfach gut. Also ich merke da jetzt nicht irgendwie einen großen Unterschied. Und von daher kann ich das einfach nur empfehlen. Da bin ich wieder, muss nur eine kurze Pause machen, weil ich wusste, dass ich noch was sagen wollte, aber mir ist nicht eingefallen was. Jetzt weiß ich es wieder und zwar schadet auch nicht den Zehen. Also das ist natürlich nochmal ein großes Plus. Und für Diabetiker ist es natürlich auch was. Aber ich will jetzt auch nicht zu detailliert irgendwas sagen, dass ich dann irgendwas Falsches sage. Aber ich spreche einfach aus meiner eigenen Erfahrung und ich finde es wirklich also eine super Lösung, wenn man einfach auf die Kalorien achten will, achten muss und man einfach aber gerne süß mag. Und das mit dem Blutzuckerspiegel, das ist natürlich auch noch eins von den Sachen, wo für mich halt extrem wichtig ist und also für mich besonders großen Wert hat. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal vorstellen. Im Moment fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Wer es mag, probiert es aus. Ach übrigens, wo es das gibt, öffentlich gibt es bei den Apotheken, also bei meiner Apotheke gibt es es zumindest. Aber beim DM gibt es auch für, ich habe letztens geguckt, ich glaube 7,95 Euro, ich glaube die ist ein bisschen kleiner, diese Box, gibt es mittlerweile auch schon. Und ja, also man schreibt einfach Xuka mit X anstatt mit Z und das ist halt Xuka Light, Erythrit, 100% Erythrit ist das auch so. Und wer mag, probiert's, wer nicht mag, probiert's nicht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Tschüss!